Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir waren einkaufen, wir haben bezahlt. Ich habe das gerade mal ausgerechnet für euch. Wow, wow, der Eddie ist auch da. 227,69 Euro umgerechnet bezahlt. Aber dafür haben wir natürlich einiges bekommen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Kannst du ruhig wegstellen, die Leiter. Stell die am Bulli, ich räume die gleich weg. Und zwar als erstes haben wir bekommen Taschentücherboxen. Die hätten wir billiger bekommen, hätte die Mama meine Migros-Karte mitgenommen, hatte sie nicht dabei. Daher haben wir knapp 1 Euro dafür bezahlt. 5 Stück haben wir davon bekommen. Ich stelle es mal so hin, dann seht ihr ein bisschen das schöne Meer mit. Mehr, mehr, mehr. Dann haben wir hier bekommen, ich weiß alles nicht, was das gekostet hat. Ich glaube, das war knapp 1,20 Euro. So Süßigkeiten für die Mama auf gesunder Basis. Dann haben wir hier Öl bekommen, Olivenöl in kleinen Portionen. Das ist Calvino der Einzige, der das hier benutzt von uns. Daher ist das eine ganz praktische Sache. Cinnamon, Zimt. Dann einmal Bulgur, 1 Kilo von dem groben. Ein Schüsselchen. Nein, das hatten wir vorher schon, das ist glaube ich nur mit reingerutscht. Und der Kassenzettel. Dann war da noch dabei Reiswaffeln. Glutenfrei. Das mit Kakaopulver, das ohne. Das ohne nimmt die Mama, glaube ich, für ihr veganes mit. Dann haben wir eine Vielzahl von Chips geholt für die nächsten Tage. Plan ist es nämlich, in knapp einer Woche nicht mehr groß einkaufen zu gehen. Hier sind nochmal Taschentücherboxen, kommen gleich rein und nochmal Öl. Dann habe ich sie einmal geholt, hier so Nudeln als schnellen Snack. Essen wir die ganz gerne mal zwischendurch, die Nudels. Öl, ein Zyber Schokoriegel, eine weiche Avocado, wollte ich aber sehr weich, dann Pfännchen. 2 Avocados waren dabei, die Mama wollte nämlich noch einen Schokoriegel in Kokos, die Mama wollte nämlich Pfannkuchen machen und auch für Ei, wir haben halt keine beschichtete Pfanne dabei. Und wenn man ohne Fett halt kochen möchte, ist das halt so ein bisschen einfacher, genau. Hier sind ein paar alte Möhrchen, die schnibbel ich gleich für den Humi, wenn die gekocht sind, ist da die noch. So, Pfanne weg. Zack, die Bohne. Dann haben wir hier Janet's Milch Basi. Also 1 Euro sind ungefähr 36,5 Lira. Egal. 1,7 Kilo Kakis. Das ist eine alte Kaki noch. Dann hier Weintrauben für 115 Lira. Maulbeeren, die hat Philipp sich gewünscht, ich schnabuliere die ganz gerne. So, ein paar Gurken, was waren alte Gurken noch, tue ich mal zur Seite. Dann kommen wir zur ersten großen Tüte. Nudeln. 10 Stück, die verräumen nachher alle ins Auto, in die Kisten wieder. Die Vorräte waren gut aufgebraucht, deswegen braucht man wieder Neues. Leinsamen, 2 Pakete, war das günstiger im Doppelpack. Einer kommt ins Auto, einer kommt in den Wohnwagen. Dann haben wir verschiedene, der Eddie stirbt gerade drin, der hat Hunger. Er kriegt gleich Essen verschiedener Nudelsuppen, verarmt es mal eben auf die Schnelle. Notfallnudeln, da haben wir 2 Kilo wieder, die kommen auch rein in den Wohnwagen. Haferflocken für unser guten Morgen Frühstücksmüsli. Dann haben wir hier Carbonat, da haben wir jetzt noch was von. Deswegen kommt das auch weg. Dann haben wir hier einmal Reis, der offen geplatzt ist. Klebereis. Für was brauchen wir denn Reis nochmal? Wie hieß das Gericht? Pilaf. Pilaf, genau. Darf ich dir den einmal gleich reingeben, Mama? Pilaf für Pilafi. Rote Linsen für unsere Aufstriche oder auch fürs Essen und einmal feiner Bulgur. Da werden wir die Tage ein paar Rezepte mitmachen. Wenn ihr die gucken wollt, könnt ihr gerne bei mir reinschauen. Ich teile die Rezepte ganz gerne mit euch. Mittlerweile bin ich mal wieder fit. Das heißt,
wird wieder ein bisschen mehr geblockt. Wo ich so krank war, da war ich so ein bisschen behäbig und hatte nicht so die Lust. Ich mache jetzt das Hundefutter als erstes. Wo haben wir es denn? Schmaus der Köpek. Haben wir es gefunden, hatte sich versteckt hinter den Getränken. Gibst du mal bitte den Eimer von ihm, Mama? Jetzt ist schon ganz aufgeregt, der wartet schon, kam schon kurz vor Zeit, sagt er. Normalerweise um 16 Uhr war immer unsere kritische Zeit. Kam schon ein bisschen früher, aber. Redest du zu viel? Ja, genau, ich rede zu viel. Allerfeinstes Hundefutter von Aro. Den haben wir mal geholt für ihn, da hat er fast nichts gegessen. Da hat ihm ganz gut geschmeckt. Deswegen haben wir das wieder mitgenommen aus der Metro. Ich hab die Wohne. Hätt ihr Hunger? Heute gibt es die Gönnung von Mönnung. Das passt dann ganz gut einmal rein. Ja, Essen ist was Schönes, das wissen wir alle, ne? So, nächste Tüte. Machen wir zuerst das Non-Food und gleich das Gemüse. Für Calvino, scharfe Chips. Eins, zwei. Dann für Livia die Maisbällchen, die isst sie sehr gerne. Dann haben wir hier einmal China-Nudeln, auch in scharf und in mild. Aus der Metro, die isst der Calvino sehr gerne. Fünf verschiedene Sorten, die packe ich in die Tüte für den Wohnwagen rein. Dann haben wir hier, die Mama hat sich was mitgenommen zum Knuspern. Oder auch für ihr veganes Met. Dann, die hätte ich ganz gerne mal zwischendurch Zwiebelringchen. Und nochmal zwei Nudelsuppen. Genau, die Chips tun wir mal ins Auto. Die hat das andere alles auch. Das kommt in den Wohnwagen rein, das sortieren wir schon mal vor ein bisschen. Das kann ich der Mama auch schon mal reingeben gleich. So, dann haben wir einmal Alpro Kokosmilch, 1 Liter. Dann habe ich mal zwei verschiedene für Eiskaffee. Einmal ein Soja und einmal ein Haselnussdrink mitgenommen. Hast du Platz für 6 mal Hafermilch? Sechsmal Hafermilch, davon packe ich jetzt zwei rein, die anderen vier packe ich dann ins Auto. So, das kann auch rein zur Mama. Darf ich den Beutel mal reingeben, Mama? Das kommt alles hier rein, das kann ich direkt nach draußen. So, dann haben wir ganz ungesunden Eistee. Aber der Calvino trinkt den ganz gern und ich natürlich auch ab und zu mal. Der war jetzt die Flasche für 55 Cent umgerechnet. Und da haben wir gesagt, Shit drauf, wir stehen das hier ein, zwei Wochen, nehmen wir mit. Dann Waschmittel für die Mama. Omo. Das riecht ganz gut. Schmeckt ganz lecker. So, dann haben wir hier noch, dann einmal hier. Cillit Bang für 1,40 Euro. Für die Küche, Margarine, dann haben wir No-Huts, also Kichererbsen, und das wollte ich mal ausprobieren, Holzschinsauce für China-Nudeln oder anderes, dann hier so ein Pumpernickel haben wir mitgenommen, als schwarzes Brot ist ja hier Mangelware, und das haben wir mal uns gegönnt und wollen das mal mitnehmen. Maffi? Don't do your Schnäuzchen so. So, dann kommen wir mal zum Wasseranteil. 4 Gallonen waren dabei. Hiervon sind 3 Pakete. Also haben wir 12, 24, 36, 1,5 Liter Flaschen. Und die Flaschen, die da unten sind, in klein. Das ist die Ausbeute an Wasser. Genau. So, dann kommen wir zum Salatanteil. Salat.
frische Petersilie und Minze für Salate oder auch für Mittagessen ist das mit drin geplant. Dann haben wir hier knappes Kilo Porree, 800 Gramm Porree für 1 Euro und Salat. Ich packe den Porree schon. Willst du den waschen gleich direkt, Mama? Salate auch. Das sind zwei verschiedene Salate. Und hier sind noch Avocados mit drin. Die sind aber noch ein bisschen hart. Die müssen wir ein bisschen reifen lassen, sagt uns der gute Mann. Einfach stehen lassen. Die werden schon weich vor Wut. So, die Avocados lasse ich mal hier. Dann haben wir hier frische Gurkis. Für 70 Lira. 1,1 Kilo. Die sind momentan ein bisschen teuer. Packe ich mal direkt ins Wasserbad. Blub, 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 blub. Dann haben wir 3 rote Paprika. Eine Handvoll Äpfel für den Papa für sein Müsli. Die kleinen roten, die schmecken mir ganz gut hier. Was haben wir noch hier? Jede Menge Schmankerl rein. Aber für den Preis sollte man das auch erwarten. 1,5 Kilo Bananen. Banana Rama, Banana Mama. Ja. Ja, okay. Dann haben wir hier 1 Kilo Knoblauch. Knoblauch auch raus. Gut, dann mal am Wagen dran. Dann kann er ein bisschen transpirieren. Ich hoffe, das Meer, das rauscht nicht zu extrem für euch. So dass ihr mich noch gut verstehen könnt. Lauchzwiebeln, ein Bund. Für heute Abend, da gibt es nämlich Brokkoli-Chili. Das muss ich gleich noch kochen oder wir gucken mal. Und was haben wir hier noch? Rosenkohl, den mache ich aber heute nicht mehr, ne? Frischen Rosenkohl, den mache ich morgen im Dampfgarer, oder? Ja, gerne. Heute ist schon ein bisschen spät am Sein. Das schafft man, glaube ich, nicht mehr so viel. So. Dann hat Mama noch hier gekauft. Das ist noch aus dem Migros, wie ich sehe. Hier Güzel Ekmeği, Ingwer, nee, das ist nicht, ja. Doch, das ist Ingwer. Zwei Pommesgranatäpfel, dann eine komische Frucht, die keiner kannte. Mama ist aber todesmutig, ja. Hat sie ja in Spanien auch gemacht und die war dann am Ende ganz schockgesell. Ja. Kilo 15 Euro. Und einmal Limetti zu unser guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag, Gemüse. Haben wir noch alles und so. Ne, wir haben keine Kisten mehr. Aber ich kann noch eine besorgen gleich. Woher? Vom Markt da drüben. Genau. Ja, das war's, glaube ich. Ich hoffe, ich denke, ich glaube. Ein paar Kleinigkeiten haben wir schon unterwegs gesnackt. Die sind schon weg. Das verräume ich jetzt mal alles. Ich kann das ja auch hier drauflegen zum Abtropfen, oder? Ja, kannst du auch machen. Komm! Ach nee, hier ist ja noch mehr, ich wollte doch sagen. Einmal Tambutschdei, Brot haben wir noch geholt, Ekmek Wattepads für die Mutti. Dann Ekmek aus Toast, also so ein Toast, ganz normales Toast haben wir gekriegt noch. Dann hier, ihr seht, ganz viele verschiedene Sorten Chips. Da ist noch mehr drin. Ich spreng schon wieder den Rahmen vom Haul, ich weiß. Tut mir leid, aber wir haben wirklich jede Menge eingekauft. Hier sind noch Kichererbsen in der Tüte drin für meine Reisgerichte. Einmal so eingelegte Böhnchen. Dann haben wir hier Mais. Und das ist alles Chips, verschiedene Sorten. 10 Tüten insgesamt. Jede Menge Chips.
hauen sich die Kinder ganz gerne mal zwischendurch. Die machen mal ein Picknick, die nehmen das mit. Und die kosten hier nur 30, 40 Cent für eine Tüte. Da kannst du nicht meckern. Oh, die letzte Tüte vom Markt, genau. So, kann ich mal rüber, damit sie nicht matschen und nicht in die Hände klatschen. Handy weg. Oh Schreck. Rotkohl, zwei kleine. Und genau ein Kilo Möhrchen. Bitte mal lieber den Möhrchen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit hier. Dann haben wir zwei von diesen wunderschönen Melonen gekauft. Die sollen zuckersüß sein, sagte uns der Verkäufer, aber was soll er anderes sagen? Hat die rotzig und bitter sind. Nee, wir wollten andere Melonen haben, hat er gesagt, nein, die schmecken nicht. So süß wie die, dann haben wir ihm geglaubt. Hier haben wir für Kilo Kartoffeln, 2,6 Kilo Patatesli und nochmal 1,7 Kilo Zwiebelis. Und damit sind wir durch mit dem Einkauf. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr den Preis okay oder sagt ihr, boah, ganz schön teuer. Ich persönlich finde, für 227 Euro kann man nicht meckern. Alleine das Wasser auch. Ich zeige euch das mal, ist im Kofferraum der Rest. Habe ich keinen Bock gehabt, rauszupacken. Dann packe ich da hinterm Wohnwagen in den Schatten. Da ist das noch, genau. Ach, hier ist unsere Kamera. Die hatte ich euch die Tage auch schon vorgestellt. Die macht richtig coole Zeitrafferaufnahmen. Hat die Mama alles verlinkt in ihrem Kanal. Mal gucken. Ich werde den Link bei mir auch noch reinpacken. Könnt ihr auch da gucken. Kostet ja nichts. So, ja, das Wasser halt noch. Genau. Heute moi. Heute moi, de boi, de boi. So, jetzt verräumen wir alles, räumen das auf und dann ist Abend. Dann gehen wir schlafen. Ihr Lieben, habt einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen zum Daily Vlog. Bis dahin. Ahoi.